Um dieses Ungleichungssystem zu lösen, lösen wir jede Ungleichung separat und zum Schluss sammeln wir alle Zahlen, die diese drei Ungleichungen gleichzeitig erfüllen. Die erste ist eine Ungleichung ersten Grades. Die können wir sofort lösen und finden, dass x kleiner gleich 2 Drittel sein muss. Wir stellen diese Lösungen auf dem Zahlenstrahl dar. Natürlich müssen wir die Zahl 2 Drittel genau orten. Die ist da. Alle Zahlen, die kleiner gleich 2 Drittel sind, werden grün eingezeichnet. Auch die Zahl 2 Drittel selbst. Und alle Zahlen, die streng größer sind als 2 Drittel, werden rot eingezeichnet, weil sie diese Ungleichung nicht erfüllen. Kommen wir zur zweiten Ungleichung. Die ist zweiten Grades. Also lösen wir die mit der entsprechenden Zeichentabelle. Dazu lösen wir zuerst die Gleichung x² plus 3x minus 4 gleich 0. Die zwei Nullstellen sind minus 4 und 1. Also ist dieses Trinom bei minus 4 sowie auch bei 1 gleich 0. Außerhalb der zwei Nullen schreiben wir das Vorzeichen von der Vorzahl von x², also plus, und dazwischen entgegengesetzt. Hier wird gefragt, wann ist dieses Trinom streng negativ? In dieser Zeile sehen wir, dass dieses Trinom streng negativ ist, da. Also markieren wir dieses Feld in grün, fahren dieses grüne Feld nach oben bis zur x-Zeile, so, und stellen fest, dass diese Bedingung erfüllt ist, wenn x sich streng zwischen minus 4 und 1 befindet. Dieses Intervall stellen wir ebenfalls grafisch dar, und zwar setzen wir diesen Zahlenstrahl genau unter den vorigen. Wir zeichnen jetzt alle Zahlen streng zwischen minus 4 und 1 in grün und alle anderen in rot. Also von da bis da in grün, minus 4 und 1 aber in rot. Und außerhalb dieser zwei Zahlen ebenfalls in rot. Jetzt kommen wir zu dieser Ungleichung. Zuerst machen wir diese zwei Brüche gleichnamig. Also schreiben wir hier x geteilt durch x, so. Somit bleibt hier nur noch minus 5 geteilt durch x streng kleiner als 0. Und um diese Ungleichung zu lösen, brauchen wir keine Zeichentabelle. Wir sehen sofort, dass diese Ungleichung erfüllt ist, dann und genau dann, wenn x streng positiv ist. Die Lösungen dieser Ungleichung stellen wir ebenfalls auf dem Zahlenstrahl dar. Da sind sie, alle streng positiven Zahlen. Die 0 und alle streng negativen sind ausgeschlossen, also in rot gezeichnet. Jetzt sammeln wir alle reelle Zahlen, die die drei Ungleichungen gleichzeitig erfüllen. Dazu stellen wir wieder den Zahlenstrahl dar, orten auch genau die Zahl 2 Drittel, die ist da. Und am einfachsten ist es, man beginnt mit den Zahlen, die auszuschließen sind. Durch die dritte Ungleichung sehen wir, dass alle negativen Zahlen sowie auch die 0 sofort auszuschließen sind, weil sie ja diese dritte Ungleichung nicht erfüllen. Die schließen wir sofort alle aus und dann sehen wir durch die erste Ungleichung, dass alle Zahlen streng größer als 2 Drittel ebenfalls auszuschließen sind. Also schließen wir die auch aus. Die Zahlen, die durch die zweite Ungleichung ausgeschlossen sind, das sind die kleiner gleich minus 4, die sind aber schon ausgeschlossen, und die, die größer gleich 1 sind, sind ebenfalls schon ausgeschlossen. Alle Zahlen, die jetzt noch nicht ausgeschlossen sind, sind also Lösungen von diesen drei Ungleichungen, das heißt Lösungen vom Gleichungssystem. Das sind die Zahlen, die in allen drei Zahlenstrahlen grün gefärbt sind. Also sind das die Zahlen zwischen 0 und 2 Drittel, 0 ausgeschlossen, 2 Drittel eingeschlossen. Das ist also die Lösungsmenge von diesem Ungleichungssystem. Und diese Übung ist schon beendet.